Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper, Nabo, hi, und unserem Sanitöter Wanba. Hallo. So, und was ist unsere nächste Mission, Commander? Informationen sammeln. Unser erstes Ziel befindet sich so grob in die Richtung, einmal über den Fluss rüber. Okay. Irgendeiner mitbekommen, warum wir hier im Busch sind? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir wollten Großwildjagd machen, aber ich bin dann doch zum Veganismus gekehrt. Ich habe mal gehört, vegan ist Latein und bedeutet so schwach wie die Fleischtheke. Schön synchron. Macht ihr ganz toll, Jungs. Wir würden goldvolle Sylvia bekommen. Und jetzt wieder zurückschwimmen. Okay, wo müssen wir denn hin? Ist noch ein kleines Stückchen. Da müsste ein kleiner Außenposten sein mit Helipad und allem drum und dran. Ja, ich sehe ihn. Ja, bestätige. Heute da Entfernung zu sehen. Auf 10 Uhr. Theoretisch, das von uns aus jetzt gesehen, rechte Gebäude, da sollen Informationen drin sein. Okay. Ich werde einmal mit der Drohne checken, was da los ist. Das macht 5. Da stehen auch Zivilisten rum. Aber ich sehe jetzt auf Anhieb 4 Soldaten. Naja, sind noch mehr. Wir haben sogar einen schwer bewaffneten. Markieren euch einmal. Und das ist. Standen. Die beiden sind schwer bewaffnet. Die anderen haben Standardausrüstung. Okay. Wie viele Gegner befinden sich auf dem Gelände? Zurzeit 2, 4, 5, 6, 7, 8. Also mit den schwer bewaffneten sind es 8. Und ein paar Zivilisten. Ja. Wir stehen leider auch alle zusammen in Grüppchen. Der hier ist der einzige, der so ein bisschen alleine steht. Der steht so neben der Tür. Was würden die anderen mitbekommen, wenn er umfällt? Okay, dann müssen wir relativ synchron, denke ich mal, 3 Gegner ausschießen, damit wir das Größte hinter uns haben. Ja, wer übernimmt wen? Ich muss mir erstmal eine erhöhte Sichtposition schaffen. Ich hätte 1 oder 2 in Sicht. 2 hätte ich theoretisch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich durch die Türe durchschießen kann. Ich hab 3 in Sicht. Da steht noch einer. Von welcher Seite habt ihr euch genähert? Links. Links. Also ihr habt euch von links angenähert. Das ist eigentlich ganz gut. Mist, die Drohne hat sich verfangen. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ihr euch halt von links annähert, sodass ihr alle so ziemlich im Blick habt. Und dann müsst ihr schnell agieren und sie... Okay, wo befinden sich denn die anderen Gegner? Zwischen 3 und 2 befindet sich eine Dreiergruppe. Und ein bisschen weiter zu unserem Zielgebäude hin befindet sich noch eine weitere Zweiergruppe. Okay, positiv. Bestätige die Möglichkeit zuzugreifen und direkt nach der 3 die Dreiergruppe anzugreifen. Irgendwas will mich von der Pisse. Wurdest du bemerkt? Auf der Straße ist Uni dort. Greifen sie an? Weiß ich noch nicht, sie nähern, sie sind ausgestiegen. Benötigen dementsprechend eine schnellere... Ich sehe das Problem. Ja, wir greifen jetzt zu von links. Okay, brauchen Zeitpunkt. Erst die 3. Wir haben die 3er-Gruppe. Granate kommt, komme Mierda Culeros. Bin noch un... Ich war. Nummer 1 läuft zu unserem Sniper. Ich
versuche dort zu helfen. Statusbericht. Gegner eliminiert. Werde von rechts beschossen. Steh unter Beschuss. Danke. Immer noch Nummer 4 auf dem Gelände. Ich befinde mich jetzt bei dem Gelände zwischen den beiden Helikoptern. Reaper nirgends sehen. In der Nähe vom Fahrzeug. Ja, bestätige. Seh dich. Oh Gott. Ganz ruhig, das kriegen wir wieder hin. Danke. Da hinten kommen noch mehr von den Schweinen. Folg mir erstmal. Ausgeschaltet. Lass mal zu den anderen aufschließen. Die Verstärkung sollte ausgeschaltet sein. Super. Wann war? Oh. Beim Flugfeld, ja. Der liegt hier rum. Auf, du faule Sache. Einmal aufmunitionieren. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendwie kommt mir dieses Gelände bekannt vor. Vorsicht! Ich habe mehr Gegner. Deckung suchen. Erledigt. Sollten alle ausgeschaltet sein. Das ist keine Deckung. Wo? Wer hat da wieder seinen Spaß? Die kommen nicht wieder. Bin im Gebäude. Zivilisten scheinen ausgebrochen zu sein. Das ist nichts. Ich glaube, ich werde gesehen. Ich weiß nicht von wo. Das ist auch nicht. Auf der Straße befinden sich noch Unidad-Gegner. Kann ich bestätigen, sie haben mich jetzt im Visier. Aber nein, ausgeschalten. Granate fliegt. Oh Gott, jetzt kommt noch ein Heli. Bestätige. Haben wir Informationen gefunden? Negativ, Feindzugriff auf der Straße, 3 Gegner, 3 Tangos, 3 Tangos. 3 Tangos. Down. Sie holen Verstärkung. Wir sollten uns noch verziehen. Hab ich den Heli? Welcher der beiden? Der große. Der hätte noch zu gut Bewaffnung. Einen Moment, ich hab gleich die Daten. Ich fliege. Muss nur schnell was fotografieren. Behalt euch da draußen, hab ich mal sehen. Auf dieser Karte ist ein Zeichen für die Kartellroute verankert. Okay. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Gehen wir in Heli, ja. Ja. Und ab. Wow. Okay, das war knapp. Sehr. Und welche Richtung? Gehen wir erstmal geradeaus. Bisschen links. Noch weiter links. Da müsste eine große Stadt sein. Positiv. Ja, man sieht die Lichter so ein bisschen. Ja. Ist ganz schön bewaldet hier. Aber mal schauen, wo wir uns hier. Ich frag mich ja, was da für Tiere in dem Wald rumlaufen. Bitte was? 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 Tiere? Was? Tiere. Ich dachte, du bist Veganer geworden. Ja, ja. Aber es war nur meine vegane Stunde. Achso, jetzt bist du wieder Fleischmesser. Achso. So. Sehe einen Rebellensender. Im Gegensatz zu unseren Scharfschützenkollegen bewegen wir uns Soldaten und Ärzte ja auch. Oh. Ich glaube, du müsstest bei der nächsten Mission mal auf deinem Arsch selbst aufpassen. Irgendwo scheint dir was zu sein. Betrete das Gebäude. Ebenso. Unterste Etage gesichert. Erstes Stockwerk auch.
Hey, jemand holt hier. Beide Stockwerke gesichert. Bin auf dem Dach. Dort war jemand. Irgendjemand hat uns entdeckt anscheinend. Ja, aber wer und wo? Henne und ich befinden sich auf dem Dach, können aber keine Gegner geradeaus machen. Stimmt, der Beschuss. Wir haben kein gutes Schussfeld. Okay. Links vom PKW da doch. Commander? Ja. Wie ist die Lage? Ja. Gut bisher. Okay. Es scheint niemand mehr hier zu sein. Ich gehe zu den Vorräten. Okay. Wir haben hier die Hauptstraße. Die würde theoretisch dahin führen, wo wir uns mal umschauen sollten. Ich hatte. Ja, die habt ihr schon, okay. Hier stehen nur. Ich höre aber noch Stimmen. Ja, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Ja, den habe ich immer bei mir. Die Drohne ist, ich werde mich einmal umgucken mit der Drohne. Sie scheinen auch immer Verstärkung zu schicken. Schnellzugriff, im Haus war einer. Einmal kurz eure Position. Wir befinden uns in so einer Garage mit dem Scharfschützen. Ich befinde mich in Lagerhalle. Einem Haus, an der Straße, wo wir gerade lang gegangen sind. Oh, da das Licht ist. Ich denke, ich bin im selben Haus wie du, Enno. Dann wahrscheinlich im Nebenraum. Tango ist tot. Ja, dann wo, ne? An dem PKW von eben ist einer. Da, wo die, wo das Fass eben war. Ist frei. Okay. Ich versuch's mit dem Wärmebild. Kein freies Schussfeld. Ich habe ihn markiert. Wamba könnt ihn vielleicht sehen. Negativ. Okay. Bist du nicht mehr in dem großen Haus? Negativ war, glaube ich, nicht in dem großen Haus. Markiertes Ziel ist dort. Okay. Wir rücken einmal vor zu diesem Bolzplatz. Dass wir alle auf einer Höhe sind. Okay. Also ich höre immer irgendwas in meinem Kopf von wegen, wir treffen uns da. Ich habe keine Ahnung, wo sie das sieht, aber ist okay. Stimmt. Wo befindest du dich? Mitten auf der Straße bei unserem Medi. Ich frage mich doch immer, wo unsere Command uns steckt. In dem Haus beim Bolzplatz. Ich suche diesen Bolzplatz, aber... Bei unserem Heli, da ist doch dieses große Gebäude. Ja, wo ist der? Da, wo wir zuerst drin waren. Genau. Ah, ich glaube, ich sehe... Davor befindet sich eine Straße. Dieser Straße, wenn ihr vom Gebäude kommt, nach rechts. Und dann ist das eine T-Kreuzung und da links. Dort befindet sich der Bolzplatz. Okay. Das? Ich befinde mich bei Enno. Ich habe einen Knopf gedrückt. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Oh, ah, Enno. Ich sehe den Bolzplatz, ja. Okay. Ah, Chefin ist auch wieder da. Gut. Von hier aus werde ich einmal die Drohne wieder schicken. Oder auch nicht, wir stehen unter Beschuss. Von wo kommt der Beschuss? Wow! Ich werde beschossen. Überall! In der Schule zurückziehen? Wow, die kommen mit starkem Gerät. Ich beziehe Stellung in der Schule. Ja. Wir dürfen uns nicht immer das Signal stören lassen. Wow, die Granate ist nicht rausgeflogen. Raus da, raus da. Wow, du hast aber gut aufgeräumt. Wir sollen hier später noch wieder reinkommen in die Schule, beziehungsweise das Community Center. Ihr werdet hier nichts schaffen. Und dort baut eine Munition. Der Rebellenmörser feuert. Irgendwo scheint noch einer zu sein. Ich sehe Mörserbeschuss auf die Schule.
Ja. Was für Schweine. Ich hab mal Unterstützung gerufen, dass die uns den Arsch halten. Die Rebellen. Gute Idee. Ich glaube, sie kommen vom großen Gebäude. Ich denke, es wäre jetzt nicht klug, das Gebäude zu verlassen. Aber sonst sind wir hier eingekesselt. Mörser beschützt auf unseren Scharfschützen. Und dem schafft auch hier unsere Munition geht um ranzuneigen. Du schaffst das, das war nur eine kleine Mörserrakete, die. Okay, wir ziehen uns zurück zu dem hohen Gebäude. Das war eine fucking Granate, die mich getroffen hat. Ich hab sie noch ankullern. Alle bereit zu kommen. Positiv. Ich hab keine Munition mehr. Munitionsproblem, falls ich da hoch. Ja. Erwischt. Okay. Okay. Zurück. Zurück. Ich liebe mein Gewehr. Wir haben ja auch Munitionsvorräte. Hör mal auf, Munition. Okay, weiteres Vorgehen. Ich werde einmal mit der Drohne schauen, aber es scheint ruhig zu sein draußen. Wir haben Unidad-Einsatzkräfte an der Schule. Sie beschießen sich mit den Kartell. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, wir werden nach links abziehen. Okay. Dort befindet sich ebenfalls ein Informationslager, das werden wir räumen. Hier ist ein PKW. Sollen wir den nehmen oder ist das nicht so weit weg? Zu Fuß. Wir würden auffallen. Zu Fuß. Eine Granate und wir alle sind weg. Oh, die gerade außen, was ist das? Hm? Noch ein kleines Stückchen weiter, die Straße hier runter. Kommt ihr? Ja. Ja. Weiß nicht, ist das die Straße hier, die sie meint, oder welche? Die Straße, auf der ich stehe. Da nicht links vom Gebäude? Rechts vom Gebäude. Rechts. In das ihr reingelaufen seid. Okay, ein bisschen konfus gerade alles, dann sollten wir wieder zu unserem Enova. Mal warten, genau, okay, wir sind wieder zusammen. Das Gebäude, die Tankstelle müsste es eigentlich sein. Hochjagen. Immer diese sprengwütigen Menschen. Ja, du weißt doch, ich bin doch Sprengmeister hier. Mhm. Unsere Freunde wollten uns hier was hinterlassen. Da haben die keine Rechnung. Hier ist was. Kaffee. Schick's dir auf dein PDA. Okay. Lass mich jetzt durch, bevor du dir Kaffee holst. Mensch. Hm. Lass mich doch durch, du fette Sau. Ich musste mir den Kaffee. Seid nett zueinander. Ich bin immer nett zu ihm. Er hält mich am Leben, aber trotzdem ist er fett. Sach der Scharfschütze. Ja, guck mal hier, wie agil ich bin. Ich bin schlank, im Gegensatz zu dir, fette Sau. Da werden wir mehr Muskeln als du. Ich möchte mal gerne unseren Medic sehen, wie der mein Gewehr hält, wenn er damit abdrückt. Das fliegt er erstmal 5 Meter. Er macht dann Salto rückwärts. Genau. Moment, dass da vorne sind keine netten Leute. Okay, wir könnten sie eigentlich relativ leicht ausschalten. Ich will den linken haben, den einen Typen da. Ja, macht wie ihr wollt. Naja, auf jeden Fall die mit den niedersten Kursen zu sein. Okay. Das war ich nicht. Naja, das können die alle sagen. Etwas suboptimal. Ich muss gucken, eines der Gebäude dort oben. Okay, 5 Tote, 2 davon waren Zivilisten. Ist schlecht, Bilanz. So schlecht ist die Quote gar nicht. Ist doch mal gute Quote, immerhin haben wir mehr als die Hälfte Gegner gehabt. Hier in diese Richtung einmal.
den Berg hoch auf diesen Marktplatz. Ja, aber vorsichtig. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet. Ich schau einmal mit der Drohne. Starte Drohne. Dann nur Zivilisten. Achtung, wann war nicht so weit vorlaufen? Die anderen müssen zu dir aufschließen können. Enno, hast du gesehen, wo Wanwa ist? Negativ, ich weiß nur, ja, ich bin bei ihm. Okay. Hinter dem Gebäude hinter Wanwa. Mhm. Da befindet sich so ein grauer Kasten an Gebäude. Ja. Dort scheinen unsere Informationen drin zu sein. Okay. Sind im Gebäude Gegner? Bisher negativ. Wir nur ein Zivilisten. Sehe keine Feinde. Okay. Sprichst du vom zweistöckigen oder von einem kleinen? Oder ja. Was? Nee, es ist ein riesiger grauer Kasten. Okay. Betonbunker. Genau. Ziel Nummer 2 da entdeckt. Finden wir es im Foyer. Obere Etage sauber. Yes, das Büro hier sind Unterlagen. Wer sind Sie? El Cerebro kauft für seine neue U-Boot-Konstruktion tonnenweise Militärelektronik im Ausland. Sieht so aus, als wäre erst vor ein paar Tagen eine Lieferung per Schiff gekommen. Meinst du, die sollten wir uns holen? Diese Ladung könnte eine Goldmine an Informationen sein. Wir stehlen das Boot und bringen es Bowman. Die kann es dann von der Agency untersuchen lassen. Wenn ihr aus dem Gebäude rauskommt, gegenüber dieses andere Gebäude, dort befinden sich ebenfalls Informationen. Dieses Gebäude hier? Ist so mit Wellblech gemacht. Es gibt viele mit Wellblech, das ist das Problem. Ja, gegenüber, also vom Hauptgebäude hier gegenüber. Ich glaube, hier unten direkt ist der Rechner. Laptop, was auch immer. Ja. Ah, Scharfschütze. Ist ja gut. Okay, ich habe das direkt auf ein PDA gezogen. Das war's hier soweit. Für alles weitere müssten wir Richtung Süden. Keine Ahnung, wofür ich das aufmachen kann. Oder im Westen schauen wir uns das gepanzerte Boot eben an. Naja, hier Bowman soll das Boot ja haben. Die CIA-Tussi. Hm. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns das Boot. Wir sind sehr nah dran. Okay, lass uns die Tür hier zumachen. Mit Fahrzeug? Schwierig zu sagen. Eher, falls wir hier ein Boot haben. Wir hätten noch oder unseren Heli oben. Aber das wäre... Ja, das wäre am besten. Wo ist der Heli? In die Richtung, oder? Okay. Ja, und dann hier vorne links abbiegen. Links, ja. Alle anwesend? Ja. Ja. Chauffeur, bitte zum nächsten besten Hubschrauber der Captain. Gerne. Herr Sniper. Ha! Aber. Oh! Radio aus! Radio aus! Direkt vor uns. Noch sehen Sie uns, glaube ich, nicht. Wir wollten unseren Helikopter haben. Oh. Wir können auch hier die Seitenstraße nehmen. Ja, also ist das. Weil
immer dieses Radio, ey. Das ist eine gute Sender hier. Freedom Radio. Darf ich dann wieder alles rausschmirbeln, damit es nicht von unseren Berichterstattern abgesendet wird? Jetzt kannst du was lernen. Meinst du, beschweren sie sonst wieder? Ja, ja, die meckern jetzt schon wieder rum, nur von wegen, es ist doch hier alles da, ne? Alle, nur weil sie. Ja. Jo. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung. Wenn du geradeaus und ein Stückchen rechts, glaube ich. Ja, sagen wir fast 90 Grad nach rechts. Ja, die Richtung sieht schon mal gut aus. Ist ganz schön schwer, was zu sehen. Ein bisschen weiter nach links. Ja, verstanden. Und hier irgendwo unter uns im Wasser soll das Boot sein. Also wenn du irgendwo hier landen könntest, links von uns, dann wäre das traumhaft. Links ist doch ein Hafengelände oder sowas. Ja, aber es könnte kritisch sein, wenn wir da direkt landen. Ja, jetzt da direkt landen. Muss man vorsichtig sein. Auf jeden Fall haben wir die Tarnung auf unserer Seite bei den ganzen Gestrüppen. Ist da oben einer in dem Türmchen drin? Momentan noch keinen Kontakt. Negativ. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Aber ein montiertes Geschütz. Jetzt können wir uns auch erstmal reinkommen. Ohne Glück. Hier kommen wir rum, glaube ich. Wir stellen das Boot und bringen es zum Treffpunkt, damit Bowmans Leute einen Blick drauf werfen können. Ob sie uns erstmal damit spielen lassen? Dort befindet sich einer. Das kann sein, dass er euch hört, wenn ihr zu laut seid. Ja, ich hab bemerkt euch. Hat jemand eins im Visier? Ich bin. Ich bin direkt unter ihm, bin in Deckung. Ja, bin auch nicht in Sichtweise von ihm. Er wird runtergehen und sich das ansehen. Okay. Da ist noch einer, da drüben. Hinten am Steg befindet sich ein weiterer. Vorsichtig, wann war da hinten? Läuft noch jemand. Ich komme mich auf den Turm hoch. Höchste Vorsicht. Gut, vielleicht kann ich hier rüber klettern. Das macht drei. Ja, ich bin drüben. Ich befinde mich am Auflieger. Könnte eins ausschalten. Schalt ihn aus. Ist ausgeschaltet. Gut. Ich sehe das Boot. Wagen mit montierter Waffe. Okay. Wollen wir erstmal alles andere freiräumen hier, bevor ich zum Boot komme. Der auf dem linken Steg ist nicht so stark bewaffnet wie der auf dem rechten Steg. Der ist. Die 3 hätte ich. Die 2 hätte ich. Schaltet sie aus, sobald ihr könnt. Nummer 3 ist schwer bewaffnet. Sieh ein zweites Ziel. 3 flüchtet scheinbar. 3 ist auch eiskalt beim Schuss ausgewichen. Naja, sie rufen. Musste. Schuss machen, weil 2 auf der Brücke direkt neben mir waren. Ich weiß nicht, ob sie mich. Schafft ihr es, Deckung zu suchen? Ich bin in Deckung. Ist der Weg jetzt frei zum Panzerboot? Positiv. Dann gehen wir da hin und verschwinden. Die restlichen auf der rechten Seite. Ich nehme noch Dokumente mit, die hier sind. Alle in Reichweite des Panzerboots. Positiv. Befinde mich. Dann go, go, go. Okay. Negativ, bin noch am Auflieger. Okay. Wo ist der Auflieger? Was meinst du? Flussseitig. Ich bin ins Wasser geplumpst. Können wir dich irgendwie einsammeln mit dem Boot? Ist da bei euch? Explodiert da bei euch was? Nichts ja. Wo laden wir das Boot? Okay, das sehe ich. Bowman hat da einen Treffpunkt am Fluss. Explodiert ein Boot. Kaimanjagd. Das Teil ist gar nicht mal schlecht. Scheiße, gib mir ein Bier, dann fühle ich mich wie zu Hause am Strand von Myrtle Beach. Du glaubst wohl, du wärst noch 22, was? Nee, ich will bloß 22-Jährige abschleppen. Glaube ich gern. Nur blöd, dass sie nicht auf dich stehen.
Die Drohne ist unterwegs. Ich sehe lediglich unseren Scharfschützen und Commander. Kann er noch nicht sein. Ich hoffe nicht, dass Ende tot ist. Negativ, bin noch am Leben. Du bewegst dich, glaube ich, auf uns zu, richtig? Kann sein. Ja. Wie das Ding aussieht. Ja, dann alle Mann an Bord, alle Geschütze beim Mann. Ich lasse euch gern den Vortritt. Ich bin schon drauf. Vorne ist auch noch ein Geschütz. Ich nehme das rechte Seitengeschütz. Konntest du das vordere nehmen? Ja. So, Kurs. Da ist ein Tor vorne beim Fluss. Kurs vorerst weiter geradeaus. Was war das? Okay. Geradeaus mit ein bisschen Einschränkung. Ja, dem Flussverlauf folgen. Nicht schnurgerade geradeaus. Nun links. Links halten. Am Ufer links. Freigabe alles auf dem Weg zu erschießen? Ja. Bei dem Tempo, das so kaum Abhängigkeit zieht. Wow! Wir haben es nicht vor. Auch nicht zu sehr. Weiter links halten. Einfach links am Ufer lang tasten. Das denke ich, es ist ein bisschen schwer, wenn da was im Weg ist. Ja, nicht rumheulen machen. Weiter links. Dort. Vorne. Von hier aus geradeaus. Wortwörtlich geradeaus, nicht am Ufer orientieren. Dort befindet sich ein kleinerer Fluss. Dem folgen. Wir haben einen Helikopter irgendwie hinter uns, vor uns. Kann ich nicht anvisieren. Wir haben auch ein Flugzeug über uns. Wir sind an unserem Treffpunkt vorbei. Können wir wenden? Ich glaube, wir sind im Sumpf aufgelaufen. Oh nein. Hat das Ding rückwärts kann? Er ist gerade schon voll eingeschlagen. Hat diesen Heli da mal einer gesehen? Ja, ich versuche mein Bestes. Wenn ich mal sehen würde, wo der ist, dann. Genau hinter dem Boot. Das vorne ist die Wolke. Ich glaube, der Heli geht down. Ja, der ist down. Wo ist das Boot hin? Da links hinter der Brücke müsste unser Ziel sein. Haben wir jemanden verloren? Ich glaube, ihr habt. Der Mann ist ausgestiegen, aber wir sind ja hier in der Nähe vom Ziel. Ah, okay, ich sehe euch. Ich sag Bowman, dass sie das Boot abholen lassen kann. Wenn die Agency das Teil untersucht hat, wird sie ein gutes Gefühl für den Rest von El Cerebros entwürfen haben. Ich Nummer 1 sorgen. Deine Waffe macht vielleicht Piu Piu. Meine. Okay, wann war, bist du bei uns? Ja. Gut. Gut, da wird Bowman sich freuen. Naja, die kleine CIA zu sie. Ah, die bezahlt mir meine stattliche Rente. Als ob die irgendwas bezahlt, was ich da vor sich hatte. Aussteigen, allgemeine Fahrerkontrolle. Dieses Fahrzeug wollen wir nicht haben. Das ist korrekt, aber er auch nicht. Also, wenn wir hier über die Brücke rübergehen, dann befindet sich rechts ein Berg. Dort sollen angeblich U-Boote gelagert werden. Granate, hola putas! Ja.
Soll ich fragen? Nein. Artgerechte Entsorgung. Dafür hätten wir sie einfach unterstützen. Bei dem ganzen Müll, der da drin ist, guck mal, da liegt sogar ein Helikopter im Wasser. Ich frag mich, was mit der Reling hier passiert ist. Gar nichts. Okay. Sorry, komm. Aussteigen. Ich brauch dein Auto. Raus. Ja, so richtig fahren lohnt sich auch nicht, weil irgendwie ist das ziemlich nah dran, ziemlich unwegsames Gelände. Ach Gott, ich blute! Da hat er sich schon wieder Arbeit geschafft, ne? Das war nur ein Probeeinsatz. Vielen Dank. Damit du nicht aus der Übung gerätst. Wann war? Probeeinsatz. Ohne Auto, bitte. Also mit sowas. Ich hab keinen Kratzer. Vielleicht hast du mehr als einen Kratzer. Ja. Wenn wir das nächste Mal saufen gehen, hast du mehr als nur zwei Kratzer. Und dann tun dir Dinge weh, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hast. Irgendwo ist ein Störsender. Die sind unscharf. Die Drohne wird gestört. Na dann heißt es vorrücken. Das ist der Riesenturm hier, ist obwohl nee, die hat noch gesehen. Ich bewundere deinen Einsatz, Bamba. Ich sehe den Störsender. Positiv wo? Sehen, ebenfalls kann ihn allerdings nicht ausschalten. Ich sehe nicht. Gezielter Schuss, ich weiß es nicht. Sehe feindliche Soldaten an der Straße. Ich könnte ihn mit einem Schuss ausschalten. Nee, Gott. Ich hab noch einen Tango. Komm. Aber meine Speicherkarte wird langsam voll. Ich glaube, bevor wir da reinstürmen, sollten wir eben schnell wechseln. Ja, machen wir okay, vorher. Na dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.